Ich muss noch so viel büffeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sag's lieber so Video hier bei Deutsch Plus. Heute sprechen wir über das Lernen oder genauer über Synonyme für das Verb lernen. Da gibt es einige Alternativen, die ihr kennen solltet. Bei dem Wort lernen ist es zuerst einmal ganz wichtig, dass wir zwei Bedeutungen unterscheiden. Beim Lernen kann es nämlich zum einen um eine neue Fähigkeit gehen. Dafür zeige ich euch erst einmal einige Beispiele. Ich habe in der Schule Spanisch gelernt. Oder als ich 14 Jahre alt war, habe ich gelernt, wie man einen Topf kocht. Oder im Umgang mit Kunden muss der neue Mitarbeiter noch viel lernen. Die andere Bedeutung von Lernen ist, sich auf eine Prüfung oder einen Test vorbereiten oder sich etwas merken wollen. Gemeint ist also das intensive, vorübergehende Lernen, bei dem man nochmal alle seine Notizen aus dem Unterricht anschaut, Vokabeln wiederholt oder sogar ganze Bücher liest, in denen alles steht, was man wissen muss. Auch für diesen Fall schauen wir uns erst einmal ein paar Beispiele an. Ich muss für die Klausur morgen lernen. Oder ich lerne jeden Tag 10 neue Vokabeln. Oder ich bin nicht gut in Mathe, obwohl ich so viel lerne. Wir schauen uns jetzt zuerst Synonyme für Lernen in der ersten Bedeutung an. Also etwas lernen im Sinne von eine neue Fähigkeit lernen. Ich zeige euch die Alternativen und natürlich nenne ich euch auch immer ein paar Beispielsätze dazu. Unsere erste Alternative heißt erlernen. Ihr seht, hier hat das Verb lernen einfach nur das Präfix er dazu bekommen. Etwas erlernen bedeutet ganz konkret eine Fähigkeit oder Kenntnisse durch Lernen erwerben. Man übt etwas so lange, bis man es kann. Hier ein paar Beispielsätze. Die Teilnehmer erlernen diese Technik in einem Workshop. Oder sie erlernte das Handwerk als Kind von ihrer Oma. Heute näht sie alle ihre Sachen selbst. Oder Rhythmusgefühl lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad erlernen. Unsere zweite Alternative ist das reflexive Verb sich aneignen. Das heißt ebenfalls eine Fähigkeit oder Kenntnisse durch Lernen, durch Üben erwerben oder auch sich Kenntnisse zu eigen machen. Und auch hier schauen wir uns einfach ein paar Beispielsätze an. Er hat sich die deutsche Sprache angeeignet, als er in Berlin wohnte. Oder bevor ich Weinhändler wurde, musste ich mir unheimlich viel Wissen über Trauben und den Weinanbau aneignen. Oder er hat sich ein paar Tricks angeeignet, mit denen er jedes Spiel gewinnt. Das nächste Synonym heißt, sich etwas selbst beibringen. Wir benutzen diese Alternative, wenn wir etwas autodidaktisch, also ohne Lehrer oder Lehrerin und ohne einen Kurs zu besuchen, lernen. Normalerweise bringt uns eine andere Person Dinge bei. Zum Beispiel, mein Bruder hat mir das Fahrradfahren beigebracht. Oder
Meine Mutter hat mir beigebracht, wie man kocht. Aber wir können uns natürlich auch selbst etwas beibringen. Lasst uns mal die Beispielsätze anschauen. Ich habe im flachen Wasser geübt und mir auf diese Weise selbst Schwimmen beigebracht. Oder sie hat sich die Sprache mit Büchern und YouTube-Videos selbst beigebracht. Oder der Musiker hat sich das Klavierspielen größtenteils selbst beigebracht. Wir kommen jetzt zu den Synonymen für Lernen in der zweiten Bedeutung. Also Lernen im Sinne von sich vorübergehend intensiv auf einen Test vorbereiten oder sich etwas merken wollen. Etwas einstudieren passt häufig als Synonym für etwas lernen. Aber bei etwas einstudieren geht es nicht um Wissen oder Fakten oder Vokabeln, sondern wenn wir etwas einstudieren, dann merken wir uns die Reihenfolge von etwas. Und das kann häufig auch etwas Körperliches sein. Zum Beispiel ein Tanz, bei dem man sich die Schritte merken muss. Ich zeige euch einige Beispiele. Für die Weihnachtsfeier studierte jede Abteilung einen Tanz ein. Oder die Klasse 8a studiert für das Schulfest ein Theaterstück ein. Oder der Chor hat das ganze Programm einstudiert. Jetzt kommen wir zu einem Synonym für Lernen für eine Prüfung. Unser Synonym heißt Pauken. Und Pauken ist Umgangssprache. So verwenden wir das Verb pauken. Er paukte alle drei Kapitel an nur einem Abend. Oder sie hat mehr als 150 Vokabeln gepaukt. Oder ich kann heute Abend leider nicht mitkommen. Ich muss Mathe pauken. Unser nächstes Synonym habt ihr im Intro schon gehört. Büffeln. Büffeln funktioniert genauso wie pauken und büffeln ist ebenfalls ein umgangssprachliches Synonym für lernen. Also eins, das wir im Alltag, aber nicht in offiziellen Kontexten benutzen. Auch hier zeige ich euch wieder einige Beispielsätze. Ich habe so viel Bio gebüffelt und trotzdem keine gute Note bekommen. Oder er büffelt schon seit 6 Wochen für die Abschlussprüfung. Die nächste Alternative, die häufig anstatt lernen passt, heißt sich einprägen. Sich etwas einprägen bedeutet konkret sich etwas merken. Wir benutzen das also, wenn wir Dinge auswendig lernen wollen, wenn wir wollen, dass Namen, Daten, Wörter, Zahlen in unserem Gedächtnis bleiben. So wie hier. Ich habe mir die Geburtsdaten aller berühmten deutschen Dichter eingeprägt. Oder ihr müsst euch vor allem die Vokabeln aus Kapitel 7 einprägen. Oder er hat sich eingeprägt, wie man die komplizierten Begriffe richtig schreibt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch die 7 Verben, die ich euch gerade vorgestellt habe, einprägen. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Like und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video hier bei Deutsch Plus wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, tschüss!